Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von Valheim. Der Mike ist auch mit am Start. Hallo. Hello. Hallo. Er kommt gerade aus dem Wald vom Holzfällen. Da sollten wir vielleicht auch nochmal zurück, um das restliche Holz einzusammeln. Aber ja, das machen wir. Mein Gedanke wäre tatsächlich als nächstes mal entweder kurz in unsere Nebellande, Wand, der hier. Eine Sitzbank wollte ich schon sagen, eine Schmiede hinzustellen. Kurz ein bisschen Upgrades machen. Oder halt ins Dings, Dings. Ins gute Dings. Mike, was würde ich sagen? Richtig, in die Ebene, um ein paar Moltebeeren zu holen. Wobei wir jetzt eigentlich aktuell wieder einfach Marmelade haben. Wir haben ja genug Beeren, Heidelbeeren und Himbeeren, aka Erdbeeren gesammelt. Dass das kein Problem sein sollte. Aber ja. So, die Pilze nehmen wir natürlich auch mit. Eine Pilzpfanne wäre ja auch ganz nett. Weil da draußen stürmt es einfach. Es stürmt einfach. Es ist schlechtes Wetter. Wir könnten vielleicht schnell auf die andere Seite noch rennen, wenn wir das Holz hier eingesammelt haben. Und gucken, ob wir unsere gute Freundin die Seeschlange einsammeln können. Weil letztes Mal, als wir da waren, war ja gutes Wetter. Weil ich meine, bisher hatten wir sie immer gesehen bei schlechtem Wetter. Sprich, die Vermutung ist da, dass sie bei schlechtem Wetter williger ist, uns umzubringen und wir dadurch in der Lage sind, sie zu angeln. Also, ja, zu harponieren. Wie man das mit Moby Dick tat. So. Dann können wir so an Land ziehen. Und gefangen nehmen. Wir bauen ein schönes Aquarium, da setzen wir so rein. Ob man das machen könnte? Glaubst du, wir könnten einen Teich anlegen und da die Seeschlange reinziehen? Glaube nicht. Mike, ich will ein Haustier. Eine Seeschlange. Scheiß mal auf Wölfe. Und Wildschweine. Wobei, so einen Wolf zu zähmen, fände ich auch noch geil. Ja. Das müssten wir eigentlich mal ausprobieren. Ob es klappt oder nicht, eins wird es auf jeden Fall sein. Lustig. Aber da war, glaube ich, eine gute Schutzrüstung praktisch. Wobei, mit dem Fettsack aktiviert ist das ja relativ sicher. Würde ich jetzt mal behaupten, zumindest. Okay, wir müssen schnell sein. Haben wir. Ja, wir haben Platz im Inventar. Das ist ganz gut. Ich würde jetzt Drive-by machen. Ich würde einfach ins Haus springen, mir die Harpune schnappen und dann weiterlaufen. Kommst du mit? Ich sehe das als Ja an. Ja, zu komm ich. Oh, bei unseren Portalen chillt eine Nixe. Hello. Drive-by-Time. So. Ah, wir müssen schon ein Stück durchrennen. Jetzt kommt das schon mit der sternenklarer Himmel. Es soll noch weiter regnen. Kann jetzt kein gutes Wetter gebrauchen. Los, Regen. Also jetzt du Regen da draußen nicht zuhören, ne? Du darfst gehen. Ist in Ordnung. Ja, nicht, dass das Spiel Jetzt bei hier. dir. Nicht, dass das Spiel mir jetzt Sonnenschein bietet und das echte Leben Regen. Das wäre ein schlechter Deal. Ich will es ja genau andersrum. Wobei ich weiß gar nicht, ob es aktuell regnet. Es hat aber auf jeden Fall heute mehrfach geregnet. Immer wieder. Auch von der Seite, vorwiegend von oben, aber ein bisschen von der Seite dank heftigen Windstößen. Nur kurz gerucken. Na, es regnet noch sehr schön, sehr schön. Ich fühle mich nicht länger ausgeruht. Kein Wunder, ich renne durch den Regen. Oh, es gewittert. Noch besser. Das ist Seeschlangenwetter. Also, ich meine, wenn die Seeschlange sich da nicht wohlfühlt, wo denn dann? Ja, wir müssen kurz den Hirsch mitnehmen. Ich meine, das ist gratis Essen. Jetzt bin ich auch noch nass. Ja, das Wetter ist schön.
Nein, Krautzwerge, für euch habe ich jetzt keine Zeit. Wir gehen weiter. Ich habe für euch erst Zeit, wenn ich eine Seeschlange sehe. Nein, auch für Krautzwergen mit Sternen habe ich keine Zeit. Wir müssen doch Seeschlange gucken gehen. Komm schon, wo leuchtet es? Seeschlange. Seeschlange. Ja, mir folgt so eine kleine Gang an Krautzwergen. Aber das ist okay. Das ist nur ein Stein, der im Wasser liegt. Oh, sieht schlecht aus. Ich sehe tatsächlich keine Seeschlange. Auch keine Ozeanschlange. Ich fände das okay, Seeschlange, wenn du da wärst. Jetzt muss ich wieder... Ey, da vorne ist wieder mein Hirsch, den ich abonnieren kann. Diesmal hat er einfach nur einen Pfeil abbekommen. So. Ist das eine Seeschlange oder ein Stein? Das ist ein Stein, oder? Ja. Das sieht hart nach einem Stein aus und es ist hart wie ein Stein. Vermutlich ist es einfach ein Stein. Aber mich verfolgt die Gang auch nicht mehr. Den ist auch zu nass draußen. Beste gegen Gangangriffe. Schlechtes Wetter. Ja. Drogenpolitik. Mexiko geregelt. Man muss nur das Wetter kontrollieren. Gegen die Steineschmeißer hier vorne hilft es natürlich nicht. Hier vielleicht irgendwo eine Seeschlange. Es sieht schlecht aus. Ich will doch nur eine Seeschlange. Sonst muss ich Krautzwergen töten. Und das mögen die nicht. So. 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 Komm mit, ihr Zwergelein, komm mit. So. Holzharz und Augen nehmen wir natürlich mit. Wenn wir schon hier sind, sagen wir Dinge kurz und klein. Auch wenn wir kein... Ui! Der will uns kurz und klein schlagen. Hallo Troll. Troll, es regnet. Ich bin auf der Suche nach einer Seeschlange, nicht nach einem Troll. Da hast du dich wohl verhört. Du bist kein Seemonster. Oder doch? Wird ein Troll zu einer Seeschlange, wenn er ins Wasser fällt? Vermutlich nicht. Aber lustig wär's. So, Stückchen rennen. Ja, Troll. Wir können mal kurz eine Ausdauer reinballern. 40 Ausdauer und er schießt auf den Troll. Der Troll wirft mit Steinen wie ein Krautzwerg. Aber was will er machen? Ein zweiter Bogenschütze erscheint am Horizont. Er schießt von oben und ich muss ausweichen. Kurz auf diesen Berg. Blitzschläge schlagen links und rechts ein. Ist das der Troll, der da kämpft? Nein, es ist Mike. Genauso gewaltbereit wie der Troll gegen Krautzwerge. Auch hier sieht man mal wieder, der Wikinger kommt heraus. Und ist sich zunächst zu schade. Thors krollen erzürnt über uns. Und der Himmel öffnet seine Pforten. Und der Troll stirbt. Tschüss, Troll. Oh, Krautzwerg aus dem Troll. Da habe ich den weggefetzt. Ja, aber wie gesagt, Seeschlange gibt es nicht. Gibt einfach nicht. Kannst du irgendwas einsammeln? Nope, ich habe ein volles Inventar wegen dem Holz, was ich noch geholt hatte. Und ich stink ein bisschen. In-game oder real life? Why not both? Nein, in-game. Ich war hier etwas angeatmet von diesem Druiden.
die Mundgeruch des Todes haben gefühlt. Also nicht nur gefühlt, ich meine, dem sein Mundgeruch macht mir legit Schaden, also daher. Vielleicht, wenn ich so ein bisschen schwimme, kommt dann eine Seeschlange. Ich bin im Wasser, ich bin hilflos, Hilfe, Hilfe! Na, sieht jetzt nicht so. Ah, sieht jetzt nicht so aus. Gratis Federn. Gratis Federn. Hätte ich vielleicht nicht mit einem Brandpfeil machen sollen. Egal. Oh, hier sind Blaubeeren. Schade, dass ich keinen Platz im Inventar habe. Also dieses Wetter ist definitiv anstrengend für die Augen. Hula! Oh. Oh, Mist. I tried. Was denn? Ich wollte von oben auf ihn drauf springen. Ja, du hast ihn doch getroffen. Nee, du hast ihn getroffen. Nein. Was? Also bei mir hast du ihn getroffen. Okay. What? Also ich habe 12 Gratisfedern gerade derzeit im Inventar. Ich habe 8 Gratisfedern. Also die Gratisfedern sind gut zu dieser Jahreszeit, nicht wie die Seeschlangen. Frag mich ja immer, was diese Glühwürmchen hier sind. Mein Grauzeug Level 2 Sterne. Level 2. Wo? Wo? Ich. Hier wären noch Disteln, aber ich habe keinen Platz im Inventar. Ich auch nicht. Ja, dann gehen wir wohl weiter. Aha. Hallo, ich muss hier durch. Ich könnte etwas zu essen vertragen. Ja, dann beiß ich doch mal in diese Wolfskeule rein. Ich auch. Nein. Ich möchte nicht abrutschen. Wirklich, ich schaffe es nicht, hier hochzuspringen, weil ich zu wenig Ausdauer habe. Danke. Gratisfedern. Bam. Legen wir die Holzpfeile an. Schießen wir auf die Gratisfedern und treffen wir vielleicht auch. Oh ja. Nice. Weitere 3 Gratisfedern. Krautzwerg. Kurz beiseite gehen. Das ist ein Berserker. Hada! Leider immer noch keine Seeschlange. Sie taucht auch hier nicht spontan auf und sagt, hallo, ich bin die Seeschlange. Grüße gehen raus. Mein Name ist Nessie, bitte lass mich leben. Meine Würstchen sind auch zu neigen, da muss ich wohl einen Pilz essen. Der bringt zwar nicht so viel, aber dafür ausgeglichen. Oh. Nein, Nixen. Oh, hier sind Wildschweine, die könnten wir tatsächlich mitnehmen. Also das Leder nicht, aber... Das Fleisch, das gibt nämlich Würstchen und ich mag Würstchen. Das einzige Blöde an den Würstchen ist, dass die nicht so viel Ausdauer bringen. Aber halt ordentlich leben. Jetzt fliegen hier die ganzen Gratisfedern rum, von links nach rechts. Ich verfolge zwei Nixen. Eine Nixe. Entschuldigung, so nicht. Immer diese Stalker. Muss mal gleich unterbinden, sonst hören die gar nicht mehr auf und irgendwann stehen sie vor deiner Haustür. Aber so ein bronzener Streitkolben, ja? Der ist argumentativ sehr stark. Da gewinnt man die ein oder andere Diskussion durchaus mit. Vor allem gegen Nixon. Also nicht den ehemaligen US-Präsidenten, dafür müsste ich die Zeitmaschine aktivieren. Und die habe ich nicht. Nein. Aber ja. So, jetzt muss ich auch mal hier Inventar leer machen. Könnten tatsächlich mal, die habe ich hier reingepackt, die packen wir vielleicht oben beim Essen eher rein. So, Holz. Aussortiert. Nice. Fell. Nummer 1. Trollfell. Bierfell.
Ich meine, eigentlich müssten wir auch ein riesengroßes Feld noch anbauen mit Karotten und allem drum und dran. Ich tue mal beim fertigen Essen die Kotzbeeren mit rein. Wo wollen wir denn hier Feuerstein reinpacken? Feuerstein? Ja, da brauchen wir eigentlich eine extra Truhe für. Also noch hätte ich keinen Ort, den ich vorschlagen würde. Hier ist ein bisschen Cash, ein bisschen Cash. Oh, das können wir eigentlich mal gerade machen. Wir müssen aber erst kurz die Samen hier rausbringen. Ah, hier haben wir auch die Kotzbeeren. Die bringe ich natürlich mit zum Essen. Gar keine Frage. Ab zum fertigen Essen mit den Kotzbeeren. Falls man sich mal überfrisst. Das ist wie bei dem Römischen Reich noch die guten hier Federn, die Pfauenfedern. Kurz am Gaumen kitzeln und schon ist das Essen raus und man kann mehr essen. Fragt Heidi Klum. Das ist einfach Erfolgsrezept. So. Mein Zwergenfreund. Hi there. Wir kaufen das. Okay. Und wir kaufen das. Und wir cashen alles raus. Und dann haben wir neue Rezepte. Was zur Hölle. Also ich weiß jetzt nicht, ob das nicht ein ultra krasses Ding ist, was wir da machen können, aber wir schauen jetzt mal, ob das ein ultra krasses Ding ist, was wir machen können. Weil wenn das ein ultra krasses Ding ist, was wir machen können, dann ist das ein ultra krasses Ding, was wir machen werden. Ich muss mir mal die Nase putzen. Während wir in den Sumpf gehen. Sumpf? Sumpf. Vermutlich eher an der Schmiede. Also wir hätten hier einmal den Frostner, da brauchen wir 5 Emirfleisch, gefrorene Drüsen und Silber. Silber ist wie immer das Problem, der ist halt schon übertrieben gut, macht aber halt auch minus 5 Bewegungstempo. Gesamt werden wir immer noch plus 3 mit unserer aktuellen. Aber der ballert halt gut. Eis, Geist, Hauen, Haltbarkeit, ne? Aber da war auch noch was anderes. Es gibt noch einen Fleischreißer. Schlitzen. 60. Da brauchen wir nur 6 Fenrir-Quallen dazu. Den haben wir auch noch nicht gesehen. Kristallkampfaxt, die brauchen wir jetzt nicht. Wir reparieren hier kurz alles. Ja, da macht es ja auch Sinn, dass wir drauf rumschlagen. Ja, das sind die Mantel, Wurzelgürras, Wurzelbeinschutz, Schleimbombe. Jetzt ist die Frage, wo gibt es das Rezept für? Ich gebe dir jetzt mal gleich was in die Hand und du musst dir merken, was das für ein Rezept ist, was da kommt. Ist das ein Deal oder ist das ein Deal? Yep. Njong. Njong. Hello there. Hallo. Vernichter. Vernichter als das Ding. Ich will nämlich wissen, was das ist. Aber bis jetzt habe ich den Vernichter nicht gefunden. Weder an der Schmiede noch. Noch an dem. An der Werkbank. Okay. Aber grundsätzlich fand ich den Vernichter sehr vernichtend. Und so eine vernichtende Waffe wäre natürlich krasser Scheiß. So. Ich pack mal das Emir-Fleisch hier mit rein und ich pack auch mal das Cash da wieder rein. So, ich habe 2 Fleisch, damit könnte man Würstchen machen, vermutlich. Moment, warst du nicht eben noch da drin? Mike? Hä? Wo habe ich denn das? Warst du nicht eben noch drin? Du bist schneller als der Wind erlaubt. Das ist doch illegal. Das ist doch 100 pro illegal. Mike cheatet. Der teleportiert sich einfach. Ja, genau. Ich teleportiere mich. Alles klar.
Ja, sag ich doch. Hab nie was anderes behauptet. Hast du noch rohes Fleisch? Nein. Oh, falsches Portal. Das klang gerade irgendwie nicht so glaubhaft. Nein, ich habe kein Fleisch mehr einstecken. Okay, sonst hätte ich Würstchen draus gemacht. Wird hier alles verwurstet. Ein einziger Wursthaufen. Eine wilde Wursterei. So. Dann bringen wir das mal, nicht runter, sondern in die Kiste wieder rein. Wir schleichen uns von hinten an die Kiste ran, dass wir ja nichts looten, was da rumhängt. Gehen wir nochmal runter ins Lager. Wie bereits ja auch mal geschrieben wurde, ein Lager kann nie groß genug sein und das ist tatsächlich die Wahrheit. So, die Frage ist, wollen wir jetzt Moltebeeren besorgen oder wollen wir weiter segeln oder was ist unser Plan? Mir ganz egal. Ja, dann würde ich sagen, wir segeln weiter. Einfach, weil wir es können. Ja, ne? Also, ab in den Nebel. Wobei, wir sollten vielleicht vorher hier noch ein Portal aufstellen. Weil das Nebelportal... Wobei, sollen wir das Nebelportal da lassen oder mitnehmen? Da lassen. Ja, ne? Weil falls wir noch irgendwas haben... So sieht's aus. Wo soll ich den Donnerstein hinpacken? Pack den mal in die Truhe, wo es Gold ist, also oben die erste bei der Treppe direkt. So, wir brauchen 20 Edelholz und 10 Augen. Edelholz ist unten in der Truhe drin. Jupp, und Augen auch. So, Edelholz. 2 lassen wir drin. Den Rest nehmen wir mit. Krautzwergenaugen. Krautzwergenaugen? Da brauchen wir nur 10. Steine brauchen wir nicht. Die hatte ich nur jetzt einstecken, weil ich die eine Schmiede kaputt gemacht habe. So. Mambo Number 5. Mutti. Bist du bereit zu verreisen? Ja. Aber ich sehe definitiv nicht mehr diese Folge, weil diese Folge ist sowas von vorbei. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Und übermorgen, 17 Uhr, geht die Reise los. Bleib gesund, hau rein und bye bye.